Verstehe. Kost? Ja, sexy genug? Mhm. Okay. Heute geht's weiter am Supra. Das ist dann der Teil... 2. Teil 2? Ernsthaft? Teil 2 erst? Und wir machen heute Leistungsmessung. Viele haben gefragt, wie misst die Leistung? Warum misst man das überhaupt? Wir zeigen euch das heute mit unserem Ensorik-System. Und wie der ganze Wagen fertig aussieht, nach Folie und Felgen, seht ihr jetzt. Hat euch gefallen? Ja, Felgenfolie, Fahrwerk. Die Zwischensteps mit der Folie, glaube ich, haben wir nicht abgefüllt, aber So hat man eigentlich ziemlich alles. Ne, wir hatten bloß das Fahrwerk, Fahrwerkeinbau. Felgen hatten wir nicht. Felgen hatten wir auch nicht. Vermessung hatten wir auch keine. Gott, traurig. hat man eine Leistungsmessung. Was wir da genau machen, seht ihr im Laufe des Videos. Das bringt jetzt nichts, alles zu erklären. Ja, als erstes fangen wir an mit dem... Scheiße! Das müsst ihr mit reinmachen, wie ist es? Genau das müsst ihr mit reinmachen. Bist du behindert, Alter? Ja. Steht da und kickt das Ding da rein. Geil. Ja. Okay, wo waren wir? Genau. Wir wiegen den jetzt als allererstes, dann nehmen wir ein paar Daten auf und dann geht's weiter. Okay. Aber weißt du, was geil ist? Der Alfi schaut gerade so oben raus, ich mit meiner Birne stoß oben am Dach und er hat die perfekte Größe für das Auto. Ich schaue da drin aus wie so ein Honk. Mit Schwung! So, vorne links. 402 und 379. Ja, bang. Gut. Ist nicht schlecht. Das ist geil. Echt? Ja, 20 Kilo von dir. Wie er da steht, wie so ein Bulle, gell, wo aufschreibt, hinten links zu tief, vorne rechts, Mangel, Rücklicht funktioniert nicht. Stillgelegt. Stillgelegt, stillgelegt. Kacke aus. Ja. So, wir haben das Fahrzeug jetzt gewogen. Jetzt brauchen wir noch die Daten, die Temperatur. Da haben wir heute... Echt einen Scheißtag erwischt. 26,2 Grad. Mhm. Und den Luftdruck brauchen wir auch noch. Da haben wir heute 957,6. Mein Sohn heißt Hektopascal. Schneid es raus. Genau. Dann messen wir noch den Raddurchmesser. Jetzt pass auf. Wir messen hinten. Also brauchen wir den vorderen Radiometer. Das sind 66,1. Du möchtest ja bestimmt mitfahren, André, oder? Ja. Dann das heißt, du musst mein... Nein. Dann bräuchte ich dein Gewicht. Frische 66,7. Ich hau ab. Nicht nur vielleicht. Ich kann es dir sogar genau sagen.
zu schlank für die Welt. 4,4. Sei ruhig. Das ist ein Weg, als ob ich Tonnen wiegen würde. Was ein Affe. Wieso hast du denn überhaupt noch hier, Alfie? Jetzt rechnen wir noch das Gesamtgewicht aus. Mit Fahrer und Beifahrer. Das Gewicht, das wir bei der Messung eben haben. In dem Fall mit Fahrer und Beifahrer. Mhm. Das wären jetzt 1733,4 Kilogramm. Ja, jetzt befestigen wir noch unseren Messsensor. Dieser Sensor, der kann eigentlich nicht zaubern, sondern der misst eigentlich nur die Radumdrehungszahl. Mhm. Du gibst diesem Sensor dann die benötigten Daten, die die Software braucht. Das sind zum Beispiel Raddurchmesser, Luftdruck, Lufttemperatur, okay. Übersetzung, die können wir uns später noch ausrechnen. Und über diese Formel, das ist eine Formel, misst die Software oder rechnet die Software aus, wie viel Leistung das Fahrzeug hat. Nachdem dein Fahrzeug ja irgendwann noch Leistung bekommt, mhm. bekommst du ja da dann mit Sicherheit auch eine Ein- und Ausgangsmessung. Mhm. Dann sehen wir ja, wie nah oder die Differenz zwischen den beiden. Richtig, genau. Und die klebst du jetzt an die Felge hin, das Teil? Genau. Oder Rad? Ja. An die Radnabe. Viele fragen sich immer, ja, wieso klebt man das hin? Das schaut ja aus. Was willst du denn sonst machen? was willst du sonst machen? Das also jetzt aber auch noch nichts sehen so. Einfach nur ein primitiver Sensor, der eigentlich nur die Radumdrehungszahl misst. Krass. Und den stellst du dann immer dahin an die nicht antreibende Achse. Exakt. Gut aufgepasst. Ah. Was machst du bei Allrad? An alle vier in den Kleben. Kommt davon, welche Aufteilung hat. 50-50, 70-30, 60-40. Ja, 50-50 wäre dann relativ eigentlich. 50-50, dann ist scheißegal. Aber so eben an die weniger antreibende Achse. Falls du jetzt Schlupf haben solltest, dann irgendwann. Glück gesagt. Exakt. Also, falls, wenn du jetzt auf der Hinterachse was setzt. Klar, dass das Telefon geht. Jetzt fahren wir. Das reicht schon, der eine reicht. Wir haben nur einen. Ach so. Du willst doch keine zwei bezahlen, unabhängig davon. Ach so, ja, wenn du jetzt sagst, du fährst jetzt Kurven oder sowas? Oder fährt man damit keine Kurven? Du brauchst eine exakt gerade Strecke. Exakt. Und ach so. Und da gibt es ja in der Umgebung gar nicht so viele. Ach, welcher Mund. Das heißt, wir fahren jetzt halt, machen ein paar Messungen und dann sagt der, was rauskommt. Oder wir müssen jetzt irgendwas machen, was das Programm sagt. Nee, wir fahren jetzt halt zu unserer Teststrecke, zu einer anderen Teststrecke. Ah, die neue. Naja, für jedes Aufgabengebiet eben eine andere Teststrecke. Ach, nicht schlecht. Wir können los, oder? Ja, meinetwegen. Oh, ist das schön hier drüben. Und dann funktioniert es eigentlich ganz normal wie am Leistungsprüfstand. Du beschleunigst einfach durch. Ich gehe in den Gang rein. Mit der untersten Drehzahl halt. In dem Fall jetzt. Beschleunigt den Gang komplett aus. Die Strecke hier ist übrigens abgesperrt. Darfst jetzt nicht? Dürfte ich schon? Nein, darf ich nicht. Das würde halt die Messung verfälschen. Okay. Natürlich darf ich jetzt bremsen, ja, aber dann wäre die Messung fehlgeschlagen in dem Sinn. Also ich kann es nicht ganz genau erklären. Aber grob, was man für Daten braucht, warum und wie das funktioniert. Ich habe noch nie gesehen, so echt nicht. Also man sagt zum Prüfstand, aber das ist ja auch, wenn du vom Prüfstand A auf Prüfstand B fährst, selbst da hast du ja immer Toleranz. Ja, ja. Und das System hier ist TÜV anerkannt. Also kann es nicht so schlecht sein. Also die Messstrecke muss, aber das siehst du ja auch, ja, exakt gerade sein.
das ist halt das A und O. Wie viel Leistung ist angegeben? 340 hat er Serie angegeben. 340 hat er Serie? 340 soll, also laut Papier. Dann könnte echt schwierig. Ich bin BMW-technisch, weiß ich nicht, wie die streuen. Ich auch nicht. 23? Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Dann lassen wir uns überraschen. Den schließen wir jetzt dann am PC an wahrscheinlich. Exakt. Und der sagt er dann, hopp, du hast 200 PS. Wenn überhaupt. Wir benutzen hier natürlich Klebeband, was keine Rückstände an der Felge hinterlässt. Oh. Sollten wir vielleicht bitte. So. Wir wählen hier aus. Turbo! Ich glaube, BMW hat schon Turbolader, oder? Mhm. Haben sie erst neu gekriegt. Diesel. Wir zählen diesen als normalen. Ein Hinterachsantrieb ist er. Ach, und da muss jetzt die Daten eingehen, was wir gemessen haben. Genau. Oder was du gemessen hast. 1733 Kilo. Das machen wir später. Da haben wir 957,6. Lufttemperatur 26,5. Oh Gott. So sieht das Ganze aus. Hier sehen wir unsere zwei Leistungsmessungen. Mhm. Mit zweimal den Peak nach oben. Mhm. Unsere Übersetzung von Motor, beziehungsweise vom Rad zum Motor, weil da ist ja das Getriebe dazwischen, Differential und ja, so weiter, können wir uns errechnen lassen über eine sogenannte V-Markierung. Ich bin an einer Stelle am Heimweg gefahren. Bei dauerhaft 3000 Umdrehungen, dann nehmen wir uns diese Stelle hier und dann sehen wir, du hast eine Übersetzung vom Motor zum Rad von 4,31. Also 1 zu 4,31. Okay. Jetzt markieren wir uns hier unsere Beschleunigungsbereiche von 1406 auf 7000. Dann markieren wir noch unseren Rollbereich, wo wir ausgerollt sind. Das Ganze machen wir hier nochmal als Vergleich. Und jetzt sagt er, was wir Leistung haben, oder was? Weil du ja Kurven teilweise mit drin hast, als Ausrollbereich wähle ich jetzt die erste Messung. Und als Beschleunigungsbereich die zweite Messung. Okay. Dann habe ich immer die wenigsten Kurven in der Messung mit drin. Ach so, und dann umgehen. Ah, ja. Und das wären jetzt 353 PS und 517 Newtonmeter. Sprich, er strollt nach oben. Wenn du sagst, ja, 340 PS. 340 haben sie Serie, ja. Also 340 und ich weiß aber Newtonmeter gar nicht. Hier sehen wir unser Leistungsdiagramm. Können wir am Ende auch ganz normal ausdrucken. Machen wir auch. Mhm. Geil. Und dann werden wir bei Gelegenheit. Das Ergebnis bei deiner Leistungssteigerung am Prüfstand nachreichen, oder? Das ist geil, ja. Wenn es geht. Ja. Und dann, dann siehst du ja auch gleich mal die Differenz, oder was heißt Differenz, aber zwischen sowas und einem anderen Prüfstand. Genau. So, ja. So funktioniert das Ganze. Wir drucken es jetzt noch aus. Wenn ihr sowas bei uns macht, bei Leistungssteigerung oder wann auch immer, wisst ihr jetzt, wieso wir das machen, wieso wir dann einen Sensor hinkleben mit doppelseitigem Klebeband und jetzt, wenn es regnet oder feucht ist, ist die Messung nicht so ideal, dann verschieben wir es meistens. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Von dem Fahrzeug gibt es noch einen Teil. Wir bauen noch einen Kennzeichenträger hin, Kennzeichenhalter und die Lippe. Die Spoilerlippe, exakt. Genau. Das seht ihr aber anders. Wenn ihr Fragen habt zur Leistungsmessung, was auch immer, entweder in die Kommentare oder uns per Mail anfragen, WhatsApp anrufen, was auch immer. Tja. Schönen Sonntag, macht es gut, bis zum nächsten Mal.